Ja, aber das kann mich nicht demotivieren, die ganzen Fehler. Mm-mm. Wir haben jetzt grüne Chips langsam, wir haben immer mehr Automatisierung, wir haben immer mehr Roboter, irgendwie. Da, rot und so. Und es läuft immer besser, das ist schön. Trotzdem werde ich auch weiterhin die Roboter unterstützen müssen, sonst wird das nichts. Womit am besten? Hier, hm? Genau, tu mal ganz viel davon da rein, ganz viel davon da rein. Und ich sehe jetzt schon, dass Eisen nicht mehr hinterherkommt. Das heißt, ich baue jetzt doch die teuren Furnace, die so viel Smog verbrauchen. Oder erzeugen. Ja, sonst kommen die echt nicht hinterher. Gut, 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 gut. Hier. Stahl, Stonebricks habe ich noch. Oh Mist, da war was. Hol mal die Stonebricks ab. Wir sollten ja eigentlich... Ich tue es nicht wirklich, aber ich sollte eigentlich an einer zweiten Mauerreihe arbeiten. Und an einer dritten oder einer vierten. Also jetzt momentan noch nicht, weil wir haben noch keine größeren Angriffe. Aber es wird kommen, da bin ich mir relativ sicher. Wofür warst du da? Noch mehr Draht? Kann ich mir langsam gar nicht mehr vorstellen. Du. Draht. Okay, ich kann es mir doch vorstellen. Aber das ist super. Das ist sehr, sehr schön. Vor allem heißt das auch, wir kriegen jetzt auch genug rote Chips. Wenn wir genug rote Chips bekommen, bekommen wir auch genug Tränke. Stahl ist dann das Problem. Und Forschungspacks sind alle verwurstelt worden. Ach so. Es gab noch einen Kommentar, der vorgeschlagen hatte, was vollkommen Sinn macht, dass wir ein Vielfaches von 10... für die Anzahl unserer Forschungslabore nutzen sollten. Das hat folgende Bewandtnis. Erstmal kann ich die hier wieder aufbauen. So, so. Das hat folgende Bewandtnis, und zwar, wenn eine Forschung anfängt, dann nimmt ja jedes Labor sich die Science Packs. Und wenn wir das jetzt mit 8 Laboren haben, und das Ding kostet meinetwegen 50, dann wären das 56. Genau. Bei 48 wäre dann der Stopp gewesen. Also er verbraucht 48 Tränke. Und dann will er ja noch 2 Punkte machen, um auf die 50 zu kommen, um die Forschung abzuschließen. Aber alle 8 Labs nehmen dann Tränke. Und dann werden 2 davon fertig und der Rest schmeißt es weg. Es sind also 6 Tränke dann verschwendet, jeweils. Bei den roten und grünen war das noch vertretbar, aber jetzt bei den hellblauen und bei den lilanen später ist das schon ein bisschen happig. Deswegen kommen jetzt noch die beiden dazu. Das heißt, rechts, links, links. Sieht jetzt ein wenig komisch aus, vom Muster her. Muss ich mir später was Besseres einfallen lassen. Also später kommt es wahrscheinlich direkt da drunter. Also natürlich angepasst und so, aber es kommt dann einfach da drunter. Machen eine Reihe. Nee, geht auch nicht. Ach, da lassen wir schon was einfallen. Ist okay. Hauptsache jetzt ist erstmal alles am Fliegen oder machen und dann tun. Roboter freilassen. Genau. Ich warte noch, bis die restlichen Tränke da sind und dann werfe ich die Forschung an. Und zwar die Military-Sachen jetzt. Damit ich es vielleicht ja doch noch schaffe, die Basis zu zerstören, bevor die ersten Millionen weiter da sind. Kann ich noch helfen? Du bräuchtest theoretisch mehr Eisenzahnräder und mehr Eisenplatten. Wie viel Eisen haben wir im System? Geht so. Keinen Stein reinlegen. Eisenplatten. Du gib die mal alle her. Dem nochmal ein Stack extra hier. Davon hatten wir schon runtergelegt, das ist okay. So, bitteschön, bitteschön, bitteschön. Wobei einen halben Stack hätte ich ganz gerne für Eigenbedarf. Du kannst weg, kommst mit. Und die erste Substation würde ich natürlich auch ganz gerne bauen. Stahl! Bau 2 Substations. So. Meine Freunde. Du. Ich hoffe, ich habe die jetzt richtig gesetzt. Aber ja, sollte richtig sein. Das hier ist jetzt die Grundlage für unser Muster. Das heißt, hier kommt die nächste Substation hin.
sollte sich hier genau decken. Ja, und jetzt können wir die Ärmchen hier zwischen wegnehmen zum Beispiel. So. Was ist mit dir? Dich können wir auch wegnehmen. Ah ja, das ist ein Anfang. Dieter muss unbedingt als nächstes gesetzt werden. Wofür? Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch mehr Stahl. Okay. Also alles an Eisen bitte. Da rein, da rein, da rein. So, und jetzt bauen die Furnace. Lololo. Bau keine Furnace. Oh, doch, da. Bau zwei von den Dingern. Frage jetzt. Soll ich die da hinstellen für Stahlproduktion oder lieber hier für Eisen? Lieber Eisen, ne? Weil hier kann ich theoretisch einfach ganz viel mehr davon hinstellen. So zum Beispiel. Dann mobse ich mir einfach unten Fuelblocks, hau das voll und mache es immer einmal voll, hole es einmal ab und dann ist gut. Ja. Ja, automatisieren. Könnten wir auch wieder mit intelligenten Ärmchen machen. Also wir könnten... nicht da. Also wenn wir jetzt die elektrischen Schmelzöfen schon hätten, weil sie einfach besser ins Muster passen, könnte ich jetzt eine Kiste hier hinhauen mit einem intelligenten Ärmchen. Die Kiste liefert immer Eisenplatten an. Das Ärmchen nimmt aber nur Eisenplatten raus, wenn mehr als 5000 Eisenplatten da sind. Und dann wird damit Stahl hergestellt. Hatte ich, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal angesprochen. Wäre aber immer noch eine valide Taktik. Du, da und da. So, jetzt gib ihm. Genau. Kann ich nicht angehen, dass das hier auf durchgehen auf 200 rum. Krebs tut es aber. Also bräuchte man eigentlich noch schneller. Aber. Und das ist nur der erste Drill mit Mining Speed 0,5. Die nächste Textstufe war so toll. Apropos Textstufe, wir sollten jetzt anfangen mit Zeug. Genau. Sonst kriegen wir niemals Military, was auch immer das gerade war. Roboter? Hey, wir haben arbeitslose Roboter. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nimm, nimm. Oh, warte mal, wir haben mal wieder nicht beschränkt irgendwo, kann das sein? Ja, du. Beschränk dich mal auf 3 Stacks. Du beschränk dich mal auf 3 Stacks. So. So. Du bekommst hier Kupfer. Da Kupfer. Ein paar grüne Chips. Plastik hast du auch noch. Okay, du bist am Arbeiten. Du brauchst Stahl, aber das brauchen wir alle. Du bist aber wichtiger als wir alle. Wo ist mein Stahl? Da ist mein Stahl. Her damit. Batterie. Ja. Immer die da. 117 Stück. Das heißt, ich flitze nach unten. Liefer die Capacitor-Dinger da ab. Genau. Batterien werden ja keine neuen da. Ah, doch, ein paar hatte ich reingeschmissen. Batterien hole ich ab. Fuelblocks hole ich ab. Aber primär erstmal für die Stahlschmelzöfen. So, raus. Rein, rein. Ja, lass mal drin und verbrauch erstmal die Platten da. Das ist okay. Schweröl. Das ging schnell. Erforsch mal explodierende Dinge. Ja, ganz viele Fuelblocks. Du. Das ist so geil. Ja, mach mal hier ganz viel Zeug und so. Ich baue eine Fabrik für Rohre. Gar nicht. Stehen wir hier und verbiegen mit bloßen Händen Metallplatten zu Rohren und schweißen sie mit unseren Augen zu. Ich habe keine Ahnung, wie er das machen will. Naja, er hat bestimmt auch andere Werkzeuge dabei. Hast ja auch schon einen Schweißerhelm auf, das passt schon. Da. Wie teuer war nochmal ein zweiter Roboport? 45 rote Chips. Das hatte mich bis vor kurzem noch ziemlich abgeschreckt. Was ginge jetzt fast? Und dann könnte ich Skynet wieder komplett automatisieren und so. Was gefährlich ist, aber auch sehr, sehr praktisch. Warum bekommst du keine Rotränke?
Weil die roten Tränke wahrscheinlich hinterherkommen. Hm? Na, Ressourcen sind... Oh. Ressourcen sind fast alle da. Sind fast alle da, aber das Ding ist zu langsam. Bau eine Kiste. So. Okay. Rocketry. Wobei, lass mal ganz kurz das Ding erholen. Jetzt habe ich zu wenig Stahl. Ganz kurz die roten Science Packs sich erholen, dass es hier alles aufgefüllt werden kann, wenn alle schön in einem Schwung arbeiten. Ihr habt schon überall 10? Nö. Auch nicht. Genau, ich habe jetzt die eine Kiste gebaut, damit wir hier oben. Das sieht doof aus. Ja, das ist normalerweise immer der Anfang des Grauens. Gero sagt, das sieht doof aus, heißt die nächsten 20 Folgen werden umgebaut. Aber nein, das meine ich gar nicht. Ich meine das hier. Dass hier jetzt rote Tränke hergestellt werden, da grüne, da ein Ärmchen und dann da jetzt auch wieder ein roter. Deswegen verlagere ich jetzt das hier um. Wodurch da müssten wieder die fliegen. Ja, nee, okay. Also das Umverschieben, wo jetzt genau welche Sachen sind, kann ich später noch recht schnell umbauen. Das heißt, Shift rechts, Shift links. Was ist das so? Shift links, Shift rechts, Shift links. Du hättest ganz gerne aber noch zusätzlich Kupferplatten, weil du hast hier kein Fließband, wo man es einfach so abklauen könnte. Doch, hast du. Bau mal ein. Nein, keine 50 Splitter, Alter. Bau, bitte. Kein Eisen. Gib mir, gib mir. So. Bau bitte einen Splitter. Danke. Und dann... haben wir schon intelligente lange Ärmchen? Naja. Ah ne, komm. Lass das. Ich hatte mir überlegt, ich nehme jetzt den Splitter, zweig davon was ab und so weiter, aber nee. Wir sollten wirklich bald in der Lage sein, mehr zu transportieren. Also mach einfach hier. Du hättest gerne Kupferplatten. 50 Stück. Gib ihn. So. Da kommen jetzt nochmal rote Tränke. Wow. Hallo Jungs. Die erste Schlange. Sehr gut, sehr gut. Ginge definitiv noch länger, aber ist ein Anfang. Ist schick. Genau, also wir werden jetzt demnächst auch noch einen zweiten hellblauen brauchen. Wir werden dann noch vielleicht einen dritten roten brauchen. Aber ich hoffe, bis zu dem Zeitpunkt haben wir schon schnellere Fabriken. Aber jetzt halt erstmal... Alle haben Rot, ja. Jetzt erstmal... Bumm, die Bumm. Rocket Launcher. Ja. Raketenwerfer habe ich in der neuesten Dytec-Version zwangsweise noch nicht ausprobiert. Aber gegen so Small Bite. Oh oh. Die Dreckwasserdinger fangen an zu arbeiten. Ah, okay. Ich muss bald hier wieder Dinge tun. Dahin. Bau bitte. Oh, Stahl. Ja, ich brauche davon hier ganz viele, um wieder mehr Strom zu haben. Hier wollte ich auch regelmäßig reingucken. Gib mir das da. Das da, das da. Schmeiß dann alles wieder ins System. Und das System müsste es für mich richtig einsortieren. Das war zumindest der Plan mit dem Ärmchen da hinten. Oh, gib mir Stahl, Stahl, Stahl. Gut, gib mir Substations. Arbeite nur, wenn mehr... als 100 davon im System sind. Das sind definitiv mehr als 100 im System, oder? Jetzt?